Also wenn morgens mal bei mir die Lust nicht so groß ist, ist sie spätestens dann da, wenn ich in der Werkstatt bin, weil alle kommen hier gern her, alle freuen sich richtig. Das Positivste ist die Unterstützung, was wir als Familie bekommen. Also wirklich gut ist, dass man wirklich nochmal auf den Menschen zugeht, dass es nicht einfach nur ein großes Ganzes gibt, sondern dass es immer noch den einzelnen Menschen darin auch gibt und der mit beachtet wird, wo er seinen Platz in allem hat. Und spätestens, wenn ich dann hier sehe, dass sie alle ganz arg froh sind, dass sie eine Arbeit haben und hierher kommen dürfen, spätestens dann ist auch bei mir wieder die Motivation geweckt. Wir sind ein soziales Dienstleistungsunternehmen. Ein Unternehmen, das für Fördern, Begleiten und für Betreuen steht. Wir sind eine moderne Einrichtung, die sich stetig wandelt. Eine Einrichtung, die sich stark macht für Menschen. Wir sind die Johannesdiakonie Mosbach. Bei uns in der Johannesdiakonie sind Menschen zu Hause. Zunehmend in kleinen Wohngruppen inmitten von Ortschaften verwirklichen wir für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine individuelle und familiennahe Betreuung und Förderung. Und das so nah wie möglich an ihrem Heimatort. An zahlreichen Standorten im Norden und in der Mitte Baden-Württembergs unterstützen wir mehrere tausend Menschen mit Behinderung. Unsere Wohnangebote sind den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Wie zum Beispiel hier in Mannheim, das Projekt Aufstieg, ein ganz normales Wohnhaus, eine große WG. Zusammen mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern haben hier zwei Studenten ihre Zimmer bezogen. Den Alltag bewältigen hier alle gemeinsam. Jeder Bewohner hat so seine positiven Eigenheiten. Zum Beispiel gibt es eine Bewohnerin, die singt total gern. Und dann, wenn wir zusammen die Wäsche waschen, dann singen wir zusammen. Aufstieg, ein Konzept, für das wir beim Landesinklusionspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden. Unsere Leistungen für Menschen mit Behinderung umfassen neben Wohn auch Arbeitsangebote. Arbeit, das bedeutet für uns weit mehr als nur Beschäftigung. In unseren Werkstätten bieten wir Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung Chancen für die Entwicklung ihrer beruflichen und persönlichen Kompetenzen. Wir fördern den Schritt hin zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Dies geschieht in unseren eigenen Werkstätten, aber auch an Arbeitsplätzen außerhalb der Johannesdiakonie. Unser Ziel ist es, den Menschen je nach Neigung und Eignung eine Grundlage für die Teilhabe in der Gemeinschaft zu schaffen. Es ist ein Stück Normalität, ist die Arbeit, die sie hier machen und ist sehr, sehr wichtig. Die Menschen, die hier bei uns arbeiten, die kommen ja wie gesagt sehr gerne hierher. Sie sind schon besorgt, wenn auch mal der Mitarbeiter krank ist. Und es ist einfach so ein nettes Zusammenspiel und ich mache das richtig gerne. In unseren Kliniken kümmern wir uns um die Gesundheit von großen und kleinen Patienten. Wir bieten eine umfassende Auswahl an medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Dienstleistungen. Ärzte und Therapeuten aus verschiedenen Fachbereichen arbeiten eng zusammen, damit jeder einzelne Patient von der Behandlung profitiert. Ich kann zusammen mit anderen Therapeuten, mit Ergotherapeuten und auch unseren Ärzten gemeinsam an einem Ziel für die Kinder arbeiten. Das ist etwas, das habe ich draußen in einer Praxis eher schwierig oder gar nicht, diese Möglichkeit. Da gibt es so einen riesen Austausch zwischen den Therapeuten und die machen so ein einheitliches Konzept. Das heißt, die Logopäden hat vielleicht eine Idee und das wird beim Ergotherapie umgesetzt. Wenn ich zu verschiedenen Praxen gehe, ich habe diesen Austausch nicht. Und deshalb ist die Arbeit hier auch so wertvoll, weil die Wege kurz sind und man gemeinsam konzentriert an einem Ziel arbeiten kann. Und diese vielfältigen Leistungen stehen allen Menschen zur Verfügung. Allen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Und dieser Grundsatz wird bei uns gelebt. Wir ermöglichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lern- und Mehrfachbehinderungen je nach Eignung und Fähigkeit eine Ausbildung zu absolvieren. Unser Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg zum Beispiel macht Abschlüsse in einer Vielzahl von Ausbildungsberufen möglich. Ja, ich fühle mich hier wohl. Außerhalb
Wenn ich jetzt außerhalb in einem Betrieb wäre, da würde ich, glaube ich, untergehen. Und deshalb ist das hier, glaube ich, gerade genau das Richtige. Ja, das ist wirklich eine schöne Erfahrung, weil man sieht sie als junge Leute von der Schule kommen, als Lausbuben sozusagen. Und wenn sie hier abgehen, dann haben sie eine Berufsausbildung und haben vor allem eine tolle Entwicklung mitgemacht. Auch für den Fachkräftenachwuchs ist gesorgt. An unseren Fachschulen für Sozialwesen und Altenpflege bieten wir eine Reihe von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die verschiedensten Berufsgruppen an. Wir übernehmen Verantwortung auch für die Kleinsten unter uns. Kinder brauchen Freiräume und Grenzen. In den Schulkindergärten und Schulen der Johannesdiakonie helfen wir ihnen aufzuholen, Eigenständigkeit zu entwickeln und begleiten sie mit therapeutischen Maßnahmen auf ihrem Weg. Also ich bin ja schon über 20 Jahre hier und mir macht das immer noch Spaß und es ist sehr abwechslungsreich. Und ja, man sieht auch, wie nach den Kindern einfach was wird. Wir sehen die Erfolge halt auch, gerade bei den kleinen Kindern sieht man oft die Erfolge auch sehr stark noch. Und das freut einen halt und ja, geht einem nah ans Herz. Wir befinden uns in einem stetigen Wandel. Bei unseren vielfältigen Angeboten für Menschen mit Unterstützungsbedarf bringen wir zeitgemäße Entwicklungen auf den Weg. Kompetent in den Bereichen der Medizin, Bildung, beruflicher Rehabilitation und Jugendhilfe. Die Vielzahl unserer Schwerpunkte ist eine unserer Stärken. Inklusion nach innen und außen ist für uns ein Teil des täglichen Lebens. Wir bringen Menschen zusammen. Wir denken an die Zukunft und unterstützen. Wir fördern und wir helfen. Hier zu lernen macht auf jeden Fall Spaß. Allein schon wegen den Leuten. Man fühlt sich sehr geborgen. Die Arbeit macht mir Freude, ja. Ich fühle mich pudelwohl, ja. Wir machen uns stark. Stark für Menschen.